Moin Moin zusammen, hallo, hier ist der Henrik von den Twitch Piraten und ich dachte mir, ich mache jetzt nochmal eine Runde. Wie heißt das Ding? Factorio am Abend. Ich habe ja nicht mehr viel, also nicht mehr viel Zeit, denn ja, wie gesagt, mein Wecker klingelt um 3.30 Uhr, deswegen dachte ich mir, weißt du was? Machst du nochmal ein Stündchen? Also, ich würde sowieso ein Stündchen spielen, aber ein weiser Mann aus München hat mir eins gesagt, wenn du das eh schon. Wenn du das eh schon spielst, dann kannst du doch auch gleich streamen, ne? Ja, und was soll ich sagen? Er hat recht, ne? Er hat recht. So, dann gucken wir uns erstmal um. Und machen wir jetzt mal ein bisschen Musik hier im Hintergrund an. Wird sonst wieder so ruhig hier. So, ups, und vielleicht sollte ich immer aufs Live-Bild gehen, ne? Ja, alter Mann, ne? Alter Mann im Spiel, das ist nicht so eine gute Idee. Doch, natürlich schon eine gute Idee, aber ja. Müssen wir gucken. Haben wir das hier jetzt eigentlich? Haben wir das jetzt eigentlich hier? Hier sollte noch mehr zu tun sein. Ach ja, genau, das war ja das hier. Hier wird sie entladen, die Hölle. Wobei es für das Ding hier ziemlich wurscht ist, ob die Dinger vorwärts oder rückwärts rausfahren. Okay, und hier hängt's auch. Nicht gut. Jo, moin moin, grüß dich. 405 losfahren. Okay, wo fährst du hin? Fährst du einfach nur aus Jux und Dollerei mal eben kurz nach Haag, oder was? Nee, kannst ja gar nicht nach Haag. Nach Haag fährt ja gar kein Zug. Gehen Sie von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Fiel mir immer so ein. Fährt kein Zug nach Eierbach. Wir sind hier wirklich, wie gesagt. Die Bahnverbindung haben sie leider abgestellt. Oder, ja weggemacht halt. Also rein theoretisch sollte das so funktionieren, ne? Wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar mehr Metallfelder oder Eisenfelder hätten. Wäre eine super Sache, wenn man die findet. Irgendwo, wenn wir... Ach, hier unten waren welche. Ja, genau. Schau mal, Glück. Dann wollen wir das Bahnnetz doch mal ein bisschen erweitern hier. Was war das hier eigentlich für ein Käse? Ach, den braucht auch keiner mehr, ne? Hier unten kommt einmal Eisen. Kommt hier zweimal Eisen. Müssten wir hier theoretisch das Ding einfach runterlegen, oder? Ist ja auch eine Sache. Wenn wir hier das Zeug einfach runterlegen, hier zwei Gleise runter. Und dann überbrücken wir hier quasi das Ding hier. Gehen einfach direkt hier runter. Und laden das Zeug hier über zwei einzelne ein. Ja, das ginge doch. Greta schaut gerade nicht zu, also können wir das machen. Ja, wo ist stehen geblieben? Ich brauche so ein Abzweigdingensteil. Da, so ein Abzweigdingensteil. Schau, schön, dass das Spiel schon weiß, was ich will, wenn ich ein Abzweigding ins Teil haben will. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, hallo, moin moin, beste Leben, grüße dich. Willkommen im Stream. Bin hier gerade dabei, wieder unentdeckte Länder zu erforschen, neue Wesen zu treffen und sie umzubringen. Oder irgendwie sowas. Was ist das denn hier? Ich dachte, das wäre so einfach dran klemmbar. Ganz offensichtlich nicht. Na gut, dann machen wir es halt hier rein. Geht ja auch. Dann machen wir die zwei Gleise hier runter weiter. Wenn ich sie finde, da haben wir sie. Zwei Gleise und lang. Schauen wir, wie das gut geht. Ja, bis genau zu diesem Roboport, ne? Banane. Weg damit. Rüber damit. Rüber damit. Bitte aufbauen.
Und moin, moin, Noxius. Der Busfahrer ist da. Ja, grüße dich, Herr Kollege. Und, erwische dich wieder an der Pause? Oder ist Feierabend? Also morgen wird es bei mir, sage ich auch schon mal gleich, vermutlich keinen Stream geben. Denn ich habe eine etwas chaotische Schicht morgen. Vermutlich. Das heißt, da darf ich jetzt erst einmal nach München reinfahren. Also beziehungsweise ich darf zuerst einmal nach... also um 6.10 Uhr bis 7 Uhr nach München rein. Hoppala! Und moin, beste Leben. Vielen Dank für dein Bit, deine Bits. Vielen Dank für deine Cheerdose. Du hast frei. Das hören wir gerne. Ne, normalerweise, ich bin morgen beschäftigt, wahrscheinlich von 6 bis 7 eine Fahrt, dann von 8 bis 9 eine Fahrt, dann von 9 bis 10 eine Fahrt, dann von 14.30 bis 15.30 eine Fahrt und wenn ich Pech habe, dann auch noch von 18.30 bis 21 Uhr eine Fahrt. Oder zwei Fahrten. Bus wieder ganz? Nein, Bus nicht ganz. Bus momentan in Werkstatt. Aber darum kümmert sich der Juniorchef, weil der hat es nämlich gelernt. Ja, da hat was Anständiges gelernt. Du. So, dann wollen wir noch mal eben kurz hier das Ding zukleistern. Greta schaut hier gerade nicht zu, also könnt... Da wimmelt es wieder von Fischen. Bitte mal hier leer fischen. Wenn ich das jetzt zukleister, sind die Fische nämlich alle tot. Das wäre jetzt im Grunde nicht ganz so wild. Okay, das habt ihr nicht gehört. Das wäre natürlich sehr fatal. Deswegen werden sie vorher gerettet. moin, Sebi. Ja, soweit super. Bisschen anstrengend. Okay, der Unfall gestern hat wahrscheinlich mich schlimmer getroffen als den Bus. Du, ich fahre hier seit 15 Jahren unfallfrei, ne? Und dann kommt mir ein einziger Bus entgegen, ich schwenke aus, der ganze Bus mit mir und ich nehme so ein Glasfaserkristall mit, ne? Das Ganze in der Probezeit. Ich fühl mich wie ein Führerschein-Neuling, du. Ich weiß noch gar nicht mal, was der Chef dazu sagen wird. Der darf ich mir nur was anhören, du. Jo, gerne, du. Was war, Sebi? Es war eine Straße mit einer Breite, also mit einer befahrbaren Breite von in etwa circa, schätze ich mal so, 3,5-4 Meter. Es war eine Umleitung. So, auf der einen Seite parkten zum Glück keine Autos, denn als ich am Ende dieser Umleitung war, kam mir ein Bus entgegen. Instinktiv, ich fahre nach rechts raus, er fährt ebenfalls nach rechts raus, sodass wir uns quasi beide an den äußeren Fahrbahnrand gequetscht haben. Hinter seinem Bus und hinter meinem Bus fahren Autos, das heißt, so einfach mal zurücksetzen geht auch nicht. Also fahren wir, also quasi schlängeln wir uns irgendwie so aneinander vorbei. Und er kam wunderbar durch, ich auch. Allerdings zum Schluss musste ich eine sehr scharfe Linkskurve fahren. Jetzt da ist es aber leider halt der Bus, den ich fahre, ne? Und kein LKW. LKW, das wäre, ja, wie soll ich sagen, der hat hinten zwei Radl. Ich habe halt hinten zwei Meter nichts, das nennt sich Überhang. Und dieser Überhang schwenkte gar fürchterlich aus gegen einen Glasfaserverteilerkasten der Telekom, wie es aussieht. Und sorgte dafür, dass er jetzt ziemlich windschief dasteht. Und mein Bus natürlich hinten rechts am Eck im allerwertesten. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung für die Probezeit, ne? Aber im Endeffekt hat der Unichef gesagt, kommt man ja recht wenig gegen tun, ne? Was willst du machen? Muss den Bus hier irgendwie ausweichen, wenn er entgegenkommt. So, was bist du denn hier? Du gehst bitte auch mal irgendwo anders hin. Mir geht's gut, ja, mir geht's gut. Nur wie gesagt, es ist halt wahnsinnig peinlich. Meine... Ich fahre Auto jetzt seit 2005. Das heißt, ich fahre momentan 16 Jahre unfallfrei. Und den allerersten Unfall, den ich halt baue, also den ich wirklich baue, so richtig mal ordentlich, ist halt genau in der Arbeit der Probezeit.
Ja, toi, toi, toi. Noxius, toi, toi, toi dir. Ich hoffe dringend, dass es so bleibt. Ich fühle mich halt wirklich ziemlich, ja, ne? 7 Turrets wollen gerade was? Ne, 7 Turrets wollen nichts. Was fehlt dir eigentlich alles? Ach hey, wieder zigtausend Signale. Okay, wie sieht's aus mit ein paar Signalen? Was fehlt da? Sowohl als auch, okay. Jetzt sollte ich bei Gelegenheit doch mal ein paar Signale in der Fabrik herstellen, ha? Das wäre sowieso eine Sache. Kianoxy, okay. Haben wir hier eigentlich mittlerweile diese grüne Knödel, die wir hier irgendwo rumliegen hatten? Da hatten wir doch irgendwo so eine Stelle, wo ich die quer durch die Basis scheuche, oder? War das hier? Offensichtlich ja, aber die werden da nicht gescheucht. Blöd. Na gut, dann bauen wir sie händisch. Erst einmal hätte ich gerne die Dinger hier. Allerdings hier drin hätte ich von gern nur eins. Dann hätte ich natürlich auch von den Chain Signals. Hätte ich auch gerne insgesamt nur eins. Dann die Signale. Hoppla. Dann werden die jetzt einfach mal hergestellt im Inventar und direkt abtransportiert. Damit die hier mal versorgt werden. So. Dann kann der hier, glaube ich, auch weg. Hier wollten wir weiter nach unten bauen. Dann irgendwann bei diesen beiden Feldern hier anzukommen. Sind wir noch nicht ganz da. Das heißt, hier müssten wir eventuell zwei rauslegen, ne? Da ist das große AKW. Das heißt, wenn wir auf diese hier das ganze Zeug hier zusammenbauen. Wie viel Harvester haben wir eigentlich im Logistiknetz? Ach, Mining. 48. Warum haben wir nur 48 Mining Drills? Hallo? Braucht man dafür grün eigentlich? Sag mal, nur 48? Das ist aber wenig. Mining Drills, wo seid ihr denn? Nein, kein Frill, sondern ein Drill, Damen. Ja, natürlich brauchen sie grün. Blöde Frage. Oh, Narf. Na gut, na gut, na gut. Man sagt ja nichts. Dann wollen wir noch mal kurz was herstellen. Und zwar einmal Mining Grills. Dann brauchen wir dafür grüne Chips auf jeden Fall. Hier produzieren wir eine Menge grüner Chips. Ach, die gehen hier unten gleich in rote Chips über. Die Grünen kommen dann hier außen drum rein. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal eine Produktionskette grüne Chips, allerdings nur für Mining Drills. Mining Drills und Signale. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal zwei von diesen grünen Dingern hier. Jo, bis später dann, Sebi. Danke, dass du da warst. Samstag, Basel, okay. Was, du wirst bespuckt und beleidigt? Oh weh. Ja, okay, ich hatte jetzt neulich auch einen sehr, sehr gewöhnungsbedürftigen Fahrgast.
droht und schreit und flucht von Freiheitsberaubung und so weiter, dass ich ihm doch gefälligst die Türen zu öffnen habe. Er stand halt gerade nicht an der Station. Und ja, ich glaube, da werde ich mir die mal, also ich habe mich dazu breitschlagen, dass ich das mache. Hätte ich aber wahrscheinlich nicht machen dürfen, ne? Hätte ich ihm eigentlich sagen können, so nach dem Motto, nee, also bei einem gebührenden Aspekt, aber da mache ich mich mit strafbar mit. Das läuft nicht. Wenn da was passiert, bin ich nämlich dran und nicht sie. Ja, ich denke, da muss ich mit ihm noch einen Takt reden. Eins, zweites, das dritte. Von oben das zweite quasi. Wenn ich ihn nochmal wiedersehe im Bus. Ja. Ich bin halt noch nicht so lange dabei. So, dann kommen hier erstmal die, wie heißen sie, Kupferkabel. Hier werden draus die grünen gemacht. Wir brauchen auch noch Eisen. Halt. Falsches Band. Alles auf Anfang. So nicht. Der kommt mal dahin. Blub. Dann hätten wir gerne noch ein paar Lampen, damit es nicht ganz so finster ist hier. Ah ja, das hört man gerne, du. Ja, also bei mir ist Wochenende normalerweise immer frei, weil da diese Route, die ich da befahre, scheinbar keine Umläufe hat. Oder beziehungsweise doch Umläufe hat, aber die Firma hat sie nicht bekommen, die Umläufe. Ah, heute, was meine ich denn hier gerade? Stopp halt. Das war doof. So machen wir es nicht. So machen wir es am besten auch nicht. Ich habe ja spült. Dann machen wir es so. Geht auch. Ist vielleicht aber nicht die feine Englische, aber es funktioniert. So, dann brauchen wir hier die Teile. Blub, die werden wir kurz untertunnelt. Und hier kommt noch ein Band voller, ja, weiß nicht, voller Überraschungen. Voller, wie heißt das Zeug? Ups. Ein Band voller Metall an. Wenn überhaupt welches da ist. Ja, ist natürlich da, aber die Frage ist, ob ich es bis dahin durchziehen kann. Also erstmal der unterste, der hat hier noch nichts dran. Das heißt, theoretisch, ja, könnte man ein bisschen durchziehen. Jungs, bitte mal das Zeug abholen, das steht im Weg. Sag mal, ich habe dir gerade eben hier Roboter angefordert. Wo bleiben die denn? Ach ja, hier drüben staut sich auch gerade, weil eben noch nicht alle Öfen im Einsatz sind. Kabel? Was Kabel? Also das Kabel hier, meinst du? Das hier. Das Gebrösel, Dingens. Aber ist ja alter Mann und Technik, ne? So, dann kommt hier unten schon mal das Zeug an. Die Frage ist gerade, warte mal kurz halt, unterbrechen. Frage ist übrigens, was brauche ich denn noch da unten eigentlich?
Auch Signale wollte ich herstellen, ne? Auf jeden Fall Eisenplatten brauche ich für Signale. Und was brauche ich für einen Ofen? Ein Mining Drill. Oh, da brauche ich... Nee, halt, stopp, das waren die falschen. Doch, da, drei. Und noch mehr Eisen, aber kein Stahl, Gott sei Dank. Kein Stahl, dann kann es weiter... Dann kann man weiterbauen hier. So. Na nun, wo bleibt das so hier? Ich hatte hier doch gerade eben noch Kupfer angefordert. Das sollte doch auch kommen. Ah, okay. Problem im Förderband. Na gut. Packen wir das hier händisch ran. Sofern es reicht. Es reicht. Warum sagt der zweite Rechner eigentlich immer, dass nur irgendwelche neuen Updates verfügbar sind? Und jetzt auch nicht, weil irgendwo neue Updates verfügbar sind. Das hätte ich auch fast erwartet, du. So, da sollten wir das hier auch noch ein bisschen hier erleuchten. Eins, zwei, drei. Und auf jeden Fall noch ein paar Inserter hin. Eins, zwei, drei. Hoppla. Hopp. So, dann haben wir hier die... Grünen. Könnten wir theoretisch aus dem Rest der Grünen... Und dem Zeug hier bauen wir jetzt quasi ein Band, auf dem beides drauf liegt. So, auf dem Band liegt, wie gesagt, das Zeug hier drauf, dann geht das erstmal alles in den Ofen. Ne, nicht Mining drüber. Dat. Da brauchen wir auch noch einmal Zahnräder für. Die Zahnräder gehen aber direkt in den Mining Drill rein. Da wir das hier in Masse herstellen und keine weiteren Rohstoffe von oben brauchen, können wir das auch mit so einer Substation unter Energie setzen. Das müssen sie theoretisch irgendwie wieder in Masse hier ankommen, die Baurobos. Okay. Dann können wir das ja eigentlich bei einer kompletten Reihe sperren. Ferner brauchen wir natürlich auch noch die Zugsignale. Das heißt, die brauchen wir hier einmal. Brauchen wir sie denn, die Signale? Na, voll gehört die Signale, aber ich finde sie halt nicht, ne? Ah, das ist... Haha, hab sie. Die werden natürlich wieder mal gesperrt. Sag mir nicht, dass Greifer ausgehen. Nee, Gott sei Dank, du. Wollte schon gerade sagen.
Greife ausgehen, das wäre jetzt wirklich so blamabel. So. Was wollten wir noch? Ach ja, genau, wir wollten hier unten weitermachen. So, da haben wir dann immer so ein Abzweig. Ist alles doof. Können wir gar nicht richtig abzweigen. Was soll denn der Schrott? Hier soll es reinzweigen, dann soll es wegzweigen. Hier braucht es nicht hinzweigen und da können wir es auch wegzweigen. So, zweigt sie langsam mal. Wir könnten hier auch eine Wendeschleife einbauen, das hätte doch auch was, oder? Genau so ein Ding. Können die Züge auch gleich da wenden. Wir kommen da unten zwar nie im Leben, never in life, hin zum AKW. Aber, naja. Obwohl, machen wir es da drüber. Ich drücke halt immer instinktiv rechte Maustaste. Da ist das ganze Zeug immer sofort weg. Wäre ein bisschen suboptimal. Na, eventuell werden wir das AKW hier unten nochmal irgendwann umplatzieren, aber irgendwann ist nicht gerade jetzt. So, die beiden Gleise werden auf jeden Fall zu einem zusammengeführt. Oder streng genommen werden, und danach kommt noch eine kleine Gabelung. So was habe ich mir jetzt vorgestellt hier. Die Züge hier kommen auf ein Gleis runter. Das eine Gleis. Kommt hier hin. Zu dem Feld. Das zweite Gleis. Geht parallel dazu. Ne, nicht ganz parallel. Doch, das hier parallel. Aber hier runter zum zweiten Feld. So habe ich mir das in etwa vorgestellt. So, Einfahrtssignale waren immer Block, Ausfahrtssignale waren immer Chain. Wo ist denn Chain? Ach, ich hab's wieder unten reingesetzt. Da wir jetzt momentan einen leichten Mangel an blauen Fließbändern haben, machen wir das Ganze diesmal mit roten Bändern. Geht auch, ist allerdings ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dauert halt ein bisschen länger, aber was willst du machen? Blaue Bänder sind gerade etwas aus. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Warehouses. Am besten drei davon. Jetzt müssen wir erstmal anliefern wieder. Okay. Dauert ein bisschen. Wo haben wir denn diese vergicksten? Ach, war ja gar nicht. Ich kann sie mehr so herholen. So.
Da kommt natürlich erstmal wieder einmal Saft. Einmal Licht. Und einmal ein... Förderband. Das heißt, hier können wir auch die drei dahinterliegenden drei auch noch mitnehmen. Sag mal, könnte man da nicht einfach das ganze Ding hierher nehmen? Ich denke schon, ne? Mister, can I call it a day? Was? Was möchtest du gerne can I call it a day? Kann ich es einen Tag nennen? So, wir brauchen noch ein paar Haltestellen natürlich. Can I finish work? Kann ich meine Arbeit beenden? Also hier kannst du deine Arbeit beenden. Was für Arbeit ist es denn? So, hier fehlen noch ein paar Harvester. Allerdings, die werden jetzt gerade eben hergestellt. Dann brauchen wir hier natürlich ganz klar einen Zug. Wir sollten hier noch einen Personenbahnhof hinsetzen, oder? Dann nennen wir das Ding auch gleich mal AKW 1. Warum machst du eigentlich sowas, sag mal? Würde mich nur mal interessieren, wie Grundorf ist jetzt nicht gerade verschrien als die angenehmste, schönste, beste Map, die Omsi bisher rausgebracht hat. Warum spielst du so auf Grundorf, sag mal? Jetzt sollte ich das hier übrigens auch nochmal anders machen. Hoppla. Kommt hier mit der ersten Personenbahnhof hin? Na? Warum kommt da denn nichts hin?
Ah, man nervt halt noch, Junge. Weil er wieder mal der Ansicht ist, das ist Mimimi viel zu nah dran, Mimimi. Haltestelle, noch mal eine. Hier in Solse. Okay. Das nennen wir mal um in PBF AKW 1. Hier drüben muss das natürlich auch hin. Dann machen wir hier natürlich auch mal ein paar Haltestellen. Dann hätte ich natürlich auch gerne, wenn da schon Personenbahnhof da oben ist, würde ich natürlich auch gerne sehen, dass dieser Personenbahnhof hier automatisch gefüllt wird. Das soll ja im Endeffekt nicht sonderlich viel fahren, ne? Hier drüben, das Zeug kann im Grunde ja auch alles weg. Oh, da macht nichts, dann brauchen wir den hier gar nicht. Den brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht. Ich kann das alles weg hier. Brauche ich irgendeine Eisenbahn, irgendeine Eisenbahn, egal welche. Zeugs, Zeugs, vor allem Zeugs. Wir brauchen Zeugs. Wir brauchen viel, viel Zeugs. Die Forschungslabor muss ich auch noch editieren, das Ganze noch hat. Ach, ist das alles, ja. Das artet ja hier richtig in Arbeit aus, aber das ist auch normal, denke ich. Was ist das denn? Was habe ich hier gebaut? Ach, gar nichts. Okay, gar nichts finde ich gut, ja. Moment, wir haben hier Linksverkehr, ne? Fahr mich doch bitte mal zum Personenbahnhof AKW 1. Ja, so bewegt man sich über die Basis hier ein ganz klein wenig schneller. So. Freut sich auf morgen, warum das denn?
Was ist denn morgen bei dir? Bauen da das Ding halt, wie gesagt, erstmal in Rot. Oh, wo ist denn das bekloppte Warehouse? Da ist es. City Skylines on MMO, ja, dann viel Erfolg dir. Nur so ein bisschen vorsichtig bei seinen Key-Resellern. Also ich habe jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber trotzdem, ein bisschen vorsichtig bin ich da immer. Vielleicht ist das aber auch nur ganz normale Paranoia, wer weiß. So, Warehouse steht das erste. Das müssen wir natürlich gleich mal nachproduzieren, weil... Ja, da muss ja einiges mehr rendern. Moment, wir brauchen keine... Doch, wir brauchen noch Förderwände, ich dachte schon gerade. So. So, damit gehen hier drüben die 4 wieder raus. Und die 6 wieder raus. Okay, blöd. Ja, auf jeden Fall. Also hier ist in der Tat ein schönes Spiel. Und vor allem, es hat Mods. Darauf kommt es nie meistens an. Das heißt, bietet das Spiel den Usern an, dass sie es selber verbessern.
So, das Ding hier nennt sich jetzt Eisenfeld 3. Brauchen jetzt drei Wägen, wie sie findet da sind so. So, wunderbar. Dieser Zug fährt jetzt auch vom Eisenfeld 3 Full Cargo nach Eisenverarbeitung Empty Cargo. Und warum diese Dinge hier schwarz sind. Ich schmette dich jetzt mal wieder zurück. Okay, das da oben, das bitte nochmal zurück. Ja, dann scheint hier erstmal das zu funktionieren soweit. Na gut. Kann ich die Dinger denn nicht irgendwie im Inventar herstellen, die Teile? Es geht ja auf den Senkel, du. Also wenn ich das hier einstellen könnte... Könnte. Würde ich sagen, wir brauchen dringend mehr von denen hier. So am besten auch unter die unten. Ne, unter die oben. So. Kann ich da vielleicht noch eins irgendwie? Habe ich noch eins davon? Nein, habe ich nicht. Wie sieht es denn in der Herstellung von dem Zeug aus? Sag mal, müsste da auch bald mal hier ein bisschen in die Buschen kommen. Wieso braucht er jetzt so Ewigkeiten? Und warum produziert er da überhaupt nicht? Das bedarf einer Nachforschung. Der produziert einfach nicht. Nee, nee, nee. So, langsam sicher nähert sich das hier auch schon wieder leider dem Ende. Denn, ja. Wir nähern uns strikt hier der 20-Uhr-Marke und ich muss unbedingt ins Bett tun. Wird morgen ein sehr, sehr langer Tag. Vermute ich jetzt einfach mal. So, wie sieht es jetzt auch unten eigentlich aus mit den Bändern?
Warum produzierst du nicht? Weil du keine Zahnräder hast. Warum hast du keine Zahnräder? Weil sie Zahnräder nur von der Seite bedienen. Warum bedienen sie sich nicht von der anderen? Weil sie keinen Bock haben. Okay. Das schaut schon besser aus. Nächste Frage ist, warum, wo sind die Öfen? Warum produzieren wir keine Öfen? Oder wir produzieren schon, aber warum produzieren wir die nur so verflixt langsam? Nee, nee, nee. Ah, das sind sie, okay. Let mich mal see. Erstmal die Teile hier. Sind in Masse vorhanden, okay. Die Teile hier, da fehlt grün. Warum fehlt grün? Wenn grün nicht da ist, weil wir es auch ab sofort aus den Dingern hier anfordern können. Nein, weil sie einfach nur nicht da sind, diese grünen Dinger. Okay, okay, okay. Es hapert wieder mal an grün. Aber könnte ich die nicht selber herstellen? Einer. What? Und wieso wird der so nicht los? Wenn die Dinge auf Null stehen. Ach nein. Sollen die auf Null stehen? Vielleicht sollten wir die doch mal. Okay. Wenn die so eine grüne fehlt, dann packen wir doch einfach mal händisch hier rein, oder? Und hoffen, dass die Kettenreaktion dadurch losgeht. Dann machen wir das hier dann nicht mit gleich 0. Sondern wenn das Ding hier kleiner gleich, sagen wir mal 20, damit wir ein bisschen Puffer haben, ist, dann darf es angehen. So. Ich denke, ich werde heute sehr, sehr früh ins Bett. Ah, weil richtig windschief und Kaodo. Würden mir jetzt die Dinger wieder. Ja, ich bekomme es wieder angeliefert, haha. Sollten wir die mal animieren, dass wir ein bisschen schneller arbeiten, ha? Hallo, was ist los? Mein Chat hat sich hier gerade geleert. Na. Very dubious. So, und was haben wir hier? Ach, der hat schon einen wieder. Und der hier produziert jetzt noch mittlerweile weiter. Braucht 3. Na gut. Moin, moin, Roboter. Ja, im Endeffekt relativ entspannt. Am Abend kommt jetzt erst die Müdigkeit, also jetzt so langsam sicher fallen mir die Augen zu. Aber am Tag über, ja, im Endeffekt entspannt, weil, ja, Arbeit macht Spaß, ist schön.
Okay, ab und zu ein bisschen anstrengend, aber ja, nun, wie gesagt, ich darf mich ja, wie gesagt, nicht beschweren, denn ich habe es mir ja ausgesucht, ne? So, was haben wir hier noch? Er wollte noch ein paar. Was ist das denn? Ach, Fließbänder, noch mehr Fließbänder. Ah, hier oben ist die Kobarix-Anrechnung fertig. Guck mal. Das Band mit den, das Band ist durch. Na, das ist ja cool. Die Karte scheint ziemlich voll. Scheint nur so. Denn du siehst im Endeffekt nur das, was du bereits hier, oder was man hier bereits erforscht hat. Hier außen rum sind noch eine Menge unerforschte Territorien. Man kann hier auch eine Kanone nehmen und einfach unter die Pampa schießen, wenn das die Kanone zulässt. Da sieht man dann, dass hier im Endeffekt noch ein weiter Schritt da ist zum Beispiel einer dieser Schüsse, die ich gerade eben angefordert habe. Das, was die jetzt als nächstes machen werden, während er die Sachen alle nachproduziert. Wir kümmern uns mal langsam aber sicher um... Also, die weißen Dinger hier, die sind halt schon ziemlich heftig. Aber was willst du machen? Davon hätte ich gerne, was weiß ich, 30 oder... nennen wir es mal 40. Oder 60? Ja, 60. Das ist der nächste Schritt, den wir machen werden. So, was brauchen wir dafür alles? Brauchen Rocket Zero, okay? Nö, tust du nicht, Roboter. Tust du nicht, keine Angst. Oh, weh, weh, weh. Speed-Modulen brauchen wir nur noch 8. Und ich kann hier auch andere Module einsetzen. Productivity-Module, das klingt doch gut. 42, nein, lieber doch nicht 42. Das schaut besser aus. Viel, viel besser. Viel besser ist das. Und dafür brauchen wir dann die Prozessoren. Und auch die wieder mit Geschwindigkeitsmodulen. Schon 75, das klingt sehr, sehr viel. Wohl aus 7 Fabriken. Ich glaube, das werden wir. Braucht man für das Spiel gute Englischkenntnisse? Nee, nicht wirklich. Der einzige Grund, einzige Begründung, warum ich das Ding jetzt auf Englisch spiele, ist, weil die ganzen Mods halt auf Englisch sind. Und da ich keinen Sprachenmischmasch gerne hätte oder auch auf Nummer sicher gehen will, dass kein Sprachenmischmasch entsteht, habe ich das Spiel halt auf Englisch umgestellt. Und soweit ich weiß, gibt es das auch auf Deutsch. Natürlich gibt es auch wieder diese Übersetzung, wenn man sich überlegt hat, wieso haben die das so übersetzt, wenn zum Beispiel aus einem Electric Furnace ein Lichtwellenofen wird. Klingt komisch, ich weiß. Jetzt probiere ich mich mal in das Neuem hier. Das habe ich mir auch noch nicht gemacht. Und zwar einen Decider. Oh,
Obwohl, wenn die hier schon alle haben. Ne, hier haben sie noch nicht. Da haben sie auch noch nicht. Da haben sie schon, da haben sie auch schon. Zur Begründung ist, weil das Zeug hier fehlt, okay. Aber das hier unten könnte man theoretisch nämlich wieder filtern lassen, ne? Express Stack Filter Inverter da aus. Das Ganze wäre in einer Active Provider Chest. Nein, eine Passive Provider Chest natürlich. Ja, bei mir war es so, ich hatte natürlich auch Schulenglisch. Allerdings, ich habe halt damals ein Spiel auf dem amerikanischen Server gespielt. Und entweder lernst du da Englisch zu sprechen oder die verstehen halt kein Wort von dem, was du sagst. So, und der sollte das Zeug wieder hier reinpacken. Ja, dachte ich mir, das Zeug wird gebraucht wie Hölle. Deswegen wird das natürlich da sofort rausgeholt. So. Aber Robert, dann nimm's mir bitte nicht übel. Wir haben es jetzt 5 vor 8, ich muss ins Bett. Und was haben wir da denn? Maxi der Zocker, vielen Dank für dein Follow. Und willkommen im Stream dir. Auch wenn du mich jetzt gerade eben auf den letzten Drück erwischt, ich bin hier schon relativ fertig. Servus, mein Wecker klingelt morgen früh leider um 3.30 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt dringend ins Bett, ansonsten komme ich morgen nicht richtig raus. Ja, genau. Wie gesagt, ich fahre ja auch in der Realität Bus. Und daher... Ach, weißt du? Okay. Okay, ja, wie gesagt, ich konnte deinen Namen gerade nicht zuordnen, deswegen dachte ich, du wärst hier, ja, komplett neu. Woher kenne ich dich? Wahrscheinlich aus Zolli-Stream oder so, ne? Ah, okay. Ja, wunderbar. Ja, genau, um 6 zu 10 ist Abfahrt, deswegen... Roboter, was das Spiel angeht, wenn du das nicht mal ausprobieren möchtest, was du hier gerade siehst, Factorio. Es gibt ein kostenfreies Factorio-Demo auf Steam zum Runterladen. Da wird dir alles mehr erklärt, was er machen kannst, was man tun kann, die Bewegung und so weiter. Da kannst du mal schauen, ob dir das gefällt. Das Spiel, das finde ich hier gigantisch, du. Oder um es anders auszudrücken. Unangefochten an Platz 1 mit 2080 Stunden mittlerweile. Ist vor allem ein Spiel, was man auch nicht, wo man nicht sagen muss, ja, ist wie bei Omsi, da geht man rein und da fährt man seine Tour und dann kommt man da unter 40 Minuten nicht raus. Nee, bei dem Spiel, das kannst du einfach mal so nebenher spielen, hier mal eine halbe Stunde, da mal eine halbe Stunde. Insofern finde ich das erheblich besser als, besser als Omsi, ja, nur ist das ein völlig anderes Genre, ne? Das Spiel kostet 25. Das Demo natürlich dementsprechend nichts. Das Spiel 25, denn die haben gesagt, die werden an keinen Steam-Sales teilnehmen. So. Das ist die kleine Fabrik mittlerweile. Hier unten waren wir gerade dabei, noch mehr Eisenfelder zu erschließen. In der Hoffnung, dass die hier oben irgendwann einmal in die Pötte kommen.
Multiplayer bei dem Spiel hier ist ein bisschen untertrieben. Und zwar deswegen, weil man kennt es vom Landwirtschaftssimulator, wo man mal eben zu 4, zu 6, zu 8, zu 10, vielleicht zu 16 maximal spielt. Das theoretische Maximum, was Factorio an mehr Spielern verkraftet, liegt bei 65.535. Okay, keine Frage. So viel hat noch niemand hier bisher gemacht. Du fährst zurück, ich brauche den nächsten Zug. Allerdings ist das ein theoretischer Wert, natürlich. Das ist nur ein theoretischer Wert. Aber, ja. Ich glaube, in der Uni München haben sie es irgendwann mal geschafft, das Ding irgendwie zu 300 zu spielen. Das war relativ schnell aus dann. Ja, wie gesagt, so viel wirst du nicht zusammenbringen hier. Aber trotzdem ist es halt interessant zu wissen, was halt möglich ist dabei. Jo. Ja, das ist eins der Atomkraftwerke, mit dem die ganze Basis hier mit Strom versorgt wird. Das Einzige, was halt noch fehlt, das sind die weißen Forschungspakete. Aber da braucht man eine Menge. Ja, in etwa, richtig. Also die Leute, die 300s, die haben das irgendwie geschafft, in einer halben Stunde alle Forschung, Rakete und fertig. Wie schaut es denn hier jetzt eigentlich aus, sag mal? Also nachdem hier, ich probiere jetzt einfach durch das Abschicken der Züge zu erreichen, dass hier unten mehr Eisen hergestellt wird und auch mehr Eisen abtransportiert wird aus diesen Bändern hier. Sodass diese Öfen schneller hergestellt werden. Und wenn die Öfen schneller hergestellt werden, sollte die ganze Fabrikation hier ein bisschen angekurbelt werden. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich muss leider jetzt ins Bett, weil Hunde müde. Speichern wir das Ganze ab. Und würde sagen, in LS irgendwas, wie gesagt, für LS, ich habe leider pro Tag nur Freizeit. Im Endeffekt, ich komme um 17 Uhr nach Hause, esse was, da haben wir es 18 Uhr, da haben wir noch vielleicht ein bisschen Zeit, um irgendwas zu tun. Dann habe ich noch eine bis anderthalb Stunden Zeit und dann muss ich wieder ins Bett. Ich handhab das mit dem Hof immer so, also ich sehe das nicht so an, bei Vipex, der da mitmacht. Nicht mein Zeug, dein Zeug, unser Zeug, sondern wenn es weiterhilft, kaufen wir es. Ich muss halt schauen, wie man dazu Kohle kommt. Müssen wir bei Gelegenheit schauen, wie gesagt, morgen oder so. Ne, morgen geht's garantiert nicht. Morgen habe ich vermutlich Schicht bis um 21 Uhr. Bin ich um 22 Uhr vielleicht im Verein und um 23 Uhr zurück. Um 23.30 Uhr Mitternacht und da spiele ich garantiert nichts mehr, du. Da tue ich einfach so, als wäre ich gar nicht da. Nee, also wie gesagt. Gehen wir nochmal eben in den großen Bildschirm. Und hier, das gespeichert haben wir es, ne? Quit Game. Exit. Weil, sorry Leute, aber ich muss ins Bett. Bin müde. Genau. Ja, genau. Das ist halt, ja, nur wie gesagt, ist halt, ja, Kohle, ne? Ist halt Arbeit. Kann ich wenig gegen tun. Doch, kann ich schon was gegen tun, aber will ich nichts gegen tun. Bringt halt Geld. Und macht Spaß. Ich habe jetzt endlich was gefunden, was Spaß macht. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank auch nochmal dir, Maxi, für deinen Follow und dem beste Leben für die 10 Bits gecheert. Dann würde ich sagen, danke nochmal an alle Follower, Donator, Cheerer und Follower, Donator, Cheerer und
Subscriber, genau, Subscriber hieß das Wort. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ist aber schon spät für mich. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Morgen bin ich, wie gesagt, äußerst unsicher. Wahrscheinlich eher nicht. Samstag wahrscheinlich eher schon. Wir werden sehen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dann. Man sieht sich, man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.